zweite Teilung. Ja, genau. So, ich halte dich mal ein bisschen. Ein Naturpaket. So, da sind wieder ganz viele Tränke drin. Ich habe übrigens die Tränke erstmal komplett alle aus der Gildenbank rausgenommen für die Instanz. Ich packe sie dann nach der Instanz direkt wieder rein. Ja, passt. Ja, ich habe auch, bevor wir hier angefangen haben, noch ein bisschen Pakete eingezahlt. Ja, Pakete können wir uns ja auch schon mittlerweile totschmeißen mit, wa? So viel wie da drauf ist. Und Heiltränke. Ich glaube, ich muss bald wieder ein neues Bankfach kaufen. Ups. Wer war das denn? Das sah ja äußerst schlau aus. Ja, ich überlege auch gerade. Ups, also irgendwas... ist gerade... Achso, ja doch, Heiler ist da. Ich wollte schon sagen, ich verliere so viel Leben. Das war selbst... Ja, das Problem ist, ich bin ganz am Anfang der Instanz gespawnt. Oh je. Dann muss ich jetzt ein bisschen laufen. Ich hab das Lagerfeuer nicht freigeschaltet. Man rennt auch erst los, wenn das Ding da steht, ne? Wenn das Normalerweise sollte das schon vorhanden sein. Also wenn das sich ausfährt, ist es eigentlich schon ein physisches Objekt, aber scheinbar gar nicht. So, und dann nochmal eben das, was ist das, Diebstahlpaket oder was? Irgendeiner von euch hatte übrigens letztens einen Kommentar geschrieben, so von wegen, das, was ich da geskillt habe, wäre ganz gut, weil der Schlag ganz gut war. Ich weiß aber nicht mehr, was damit gemeint ist. Beides. Du hast da praktisch den sicheren Schlag, den du jetzt momentan schon benutzt. Ja. Als frei verfügbare und den Schlachtenhieb, das ist die letzte Bewegungskraft, die du bekommst. Ach so. Die sind beide stark. Na dann. Wieso haben wir hier eigentlich erst den Boss bekämpft und dann erst die Kristalle kaputt gemacht? Das ist recht egal. Ach, das spielt keine Rolle, ach so. Du musst halt einfach nur alles kaputt machen. Na dann. Ja. Und danach kannst du weiter. Da habe ich gerade noch mal eben die Waffenschmiederei auf 20 gebracht, bevor wir losgelegt haben. Ja, jetzt nicht schlecht. Jetzt habe ich langsam angefangen mit Kettenschmieden, weil das ist ja auch noch wichtig. Was der wichtigste Beruf wäre eigentlich für dich, klingt ja momentan erstmal dumm, ist aber so, ist der Neue, der jetzt reingekommen ist, Juwelenschleifen. Echt, wusste ich gar nicht, dass da ein Neuer zugekommen ist. Ist ein Neuer dazugekommen. Du kannst am Ende epische Ringe mit einigermaßen guten Werten und zwei Slots zum Sockeln freischalten. Mhm. Wie ist das eigentlich jetzt mit dem Waffenschmieden, wo ich es auf 20 habe? Irgendeiner von euch sagte, dass es da später noch andere Waffen gibt. Im Moment habe ich ja nur diese kleine Waffe da. Ja, es gibt später, dafür brauchst du ein gewisses Item im Inventar, um das zu nutzen. Später kommt da was, womit du dir dann Waffen craften kannst. Da brauchst du Items aus einem Dungeon und dann kannst du dir eine Waffe craften. Achso, und die kommen dann automatisch dazu oder muss ich dafür das Item im Inventar haben? Ich glaube, du brauchst dafür das Item, was du halt zum Craften brauchst, aber dann sollte sich der Beruf automatisch aktualisieren. Achso. Na dann. Kann man eigentlich jeden Beruf komplett maxen oder ist das auch wie bei anderen MMOs, dass man da nur sich für zwei entscheiden muss? Nein, du kannst jeden maxen. Achso, ja dann. Ah, wieder eine Schatzlade der neuen Hölden für die Bank.
Oh, was ein toller Tipp. Die meisten Monster sind aggressiv und werden euch angreifen, wenn sie euch bemerken. Ach, der liest schon wieder Tooltips, weil er schon wieder rausgeflogen ist. Der hat wieder nichts anderes, besseres vor, der muss ja erstmal lesen. Jetzt gerade wird der Boss schon wieder angegriffen. So. Ja, ist ja egal. Ihr seid nicht in eurer Gruppe. Ah, jetzt. Ach ja. Und nochmal ein Boden. Aber ich glaube auch, dass das erst interessant wird, wenn man dann wirklich Level 60 hat. Und wenn man dann die ganzen Epics auch bekommen kann durch die Drops. Ja, droppen auch in der Endtour. Also bei den Bossen können die Epics droppen. Also die auch in der Truhe sein können, dann sind sie nämlich ungebunden. Mhm. Aus der Truhe sind sie automatisch gebunden. Und es können bei den Bossen, also bei den Endbossen droppen die aus der Truhe und bei den anderen Bossen droppen halt eigentlich so Unikat-Items, die aber nicht so schrecklich viel bringen. Hm. Da ist ja schon wieder der Dolch. Droppt der auch was anderes? Ich weiß es gar nicht. Also so. Er kann den Dolch, kann der hier zum Beispiel später auch auf Episch droppen. Na dann. So, dann wäre das ja der zweite Boss, dann ist er gleich nur noch der dritte Boss, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ne? Ja. Wo bist du? Ach ja. Was ein Gewusel. Das war Überraschung. Rückwärts aus der einen Gruppe raus, in die nächste rein. Ja. Mittendrin statt nur dabei. Ja. Das sind halt die Leute, die immer im Mittelpunkt stehen müssen. Holen wir mal kurz das Paket da hinten, oder? Was ist das für? Ich hab kein Arcana-Paket dabei. Warte mal, wo ist ein Paket? Ich glaube, muss man außen rum gehen, dahinter steht ein Arcana-Paket. Ach da, habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Ich glaube, da muss man aber außen rum für gehen. Naja, in der letzten Instanz hast du ja auch ein paar übersehen. Schon wieder was kaputt gemacht. 75% habe ich, aber ich glaube, wenn ich hier aufnehme, habe ich mal nur 10%. Was, wir kommen alle in die Suppe? Ja, der dicke Suppentopf da. So, das jetzt. Ist einer der, also die Dungeons teilen sich ja auf Episch in T1 und T2 auf. Der Dungeon, der gehört noch zu den T1. Und das ist einer von den T1, wo die meisten Gruppen sterben, wenn sie zu aggressiv reingehen. Da sind manchmal so ein, zwei Leute dabei, die denken sich, ach, warum den Raum denn so Step-by-Step machen, wenn man auch gleich zum Boss durchrennen kann. Ja, das funktioniert nicht. Mit einer Gruppe, die komplett ausgerüstet ist, funktioniert das schon, aber nicht mit Leuten, die halt auf dem Ausrüstungswert des Dungeons sind. Dafür sind es ja auch einfach zu viele. Ja. Da machen wir mal ein bisschen Randale hier. Hier ist jetzt aber gerade mal ganz schön was los. Ach ja. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich den Fall. Ja. Man kann halt auch, wenn man da oben ein bisschen freigeräumt hat, den Boss hier runterziehen. Um ihn nicht oben bekämpfen zu müssen. So. Ich bin ja auch fast Level 42.
Aber ich habe allgemein gestaunt, dass es jetzt schon wieder so schnell ging, weil die letzte Instanz, die wir gemacht haben, die ist ja noch nicht ganz so lange her. Ja, hat mich auch gewundert. Also, es kommt das nächste Gebiet, was kommt hier nach? Ich glaube, Pirate Skyhold. Nee, ich glaube, da das ist irgendwas mit den Wölfen. Genau, Velosk. Aber Pirate Skyhold habe ich auch schon die erste Quest, also da könnte ich auch schon hin. Ja, da queste ich halt momentan mit meinem Kleriker. Ich habe Velosk einigermaßen übersprungen. Ja, das mache ich ja nicht. Ich möchte ja im Let's Play alles zeigen, ja. Deswegen mache ich die Reihe nach weg, so wie ich es bekomme. Fürs Let's Play ist es auch so besser. Ich muss sowieso gucken, wie ich das dann alles mache mit den ganzen beziehungsweise mit den ganzen Modulen. Weil wenn ich das so teilweise gesehen habe, Tyranny of Dragons, da bist du ja tagelang unterwegs und jeden Tag machst du dasselbe. Ja, Tyranny ist manchmal so schlimm. Das Schlimmste ist Charanda. Welches Modul ist das? Das allererste. Achso. Das ist das Nervigste. Okay, wir kriegen Idris jetzt schon, weil irgendjemand sie scheinbar geholt hat. Ja, ist ja nicht so schlimm. So. Naja, und sie respawnt diesen großen Zombie, respawnt sie immer wieder, wenn der stirbt. Ach dann. Ich hab den vorhin immer kaputt gehauen. Nicht, dass der Heiler sich wieder beschwert, dass er Aggro hat. Nö, Aggro ist nicht so schlimm. Ich hab mittlerweile ja schon, es waren, glaube ich, 6 Armor-Class mehr als die. Jetzt hau ich schon wieder auf den Kleinen rum. Ich hasse das aber auch, wenn die Troller sich ständig von hin und her teleportiert. Unglaublich. Mir gehen diese blöden Kugeln auf den Nerv. Welche Kugeln? Ich sehe gar keine Kugeln. Ach, diese lila Kugeln meinst du? Ja, ja. Die sind auf einmal da und dann sind sie wieder weg. Und ich habe auf einmal Sperre. Ja, das kenne ich. Hatte ich auch die ganze Zeit. Zumindest als wir das letzte Mal hier drin waren. Also vor 5 Minuten. Wieso hau ich eigentlich auf dem Klotz rum? Da ist die Tante. Wo ist er jetzt wieder da? Na guck mal, wenn kein Jäger dabei ist, geht das doch. So, das einzige Problem ist halt, droppt, hat die schon wieder den Ring gedroppt oder ist das jetzt ein anderer? Nein, ist derselbe. Ja, ist derselbe. Na dann. Ich glaube, ich habe den zweiten Boss gar nicht gelootet, was die Siegel anging. Dann mache ich diesmal passen, denn den habe ich ja schon. Ah, das ist wieder der Gegenstand, den nicht zu gebrauchen ist. So, war das denn jetzt eigentlich ein Ring, den ich gebrauchen konnte? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hat Trefferpunkte. Angezeigt wird er mir auf jeden Fall nicht als empfohlen. Ja, empfohlen richtet sich in dem Spiel nach den Werten, also nach der Höhe des Werts. Jo, dann würde ich ja... Welcher Wert? Dann würde ich sagen, kämpfen wir uns mal eben zum Portal vor, wa? Ja. Und dann sind wir auch schon wieder durch die Instanz. Und dann habe ich auf jeden Fall auch erstmal wieder 5 Folgen zusammen. Auch wenn es jetzt zweimal dasselbe ist, wir sind ja zwei einfach unterschiedliche Wege gegangen und ich habe sie alle glücklich gemacht. Ich muss mir halt nur für die Zukunft einmal überlegen, wie ich es dann mache, wenn sich mehr wie 5 Leute oder beziehungsweise mehr wie 4 Leute melden, wie ich es dann anstellen werde. Weil ich kann jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie zweimal dieselbe Instanz aufnehmen. Dann müsste man das Ganze vielleicht einfach mal ohne Aufnahme machen. Ja, dann ich bin am überlegen, ob ich mir dann vielleicht noch einen anderen... Wobei, ich hätte eigentlich auf den Schurken wechseln können, dann hätte ich auch nicht aufnehmen brauchen. Ja. Weil der Schurke ist ja auch ungefähr auf der Höhe. Da muss ich mal gucken, dass ich den Schurken dann vielleicht auf demselben Level lasse, für den Fall, dass das nochmal vorkommt. Dein Schurke ist Level 32 und dein Ranger 38. Stimmt, den habe ich auch noch.
An den denke ich schon gar nicht mehr. Ich habe jetzt übrigens ich weiß nicht, ob die Folge schon gekommen ist, letztens erstmal zwei Leute rausgeschmissen aus der Gilde, weil die seit 6 Monaten nicht mehr aktiv waren. Ja. Ich denke mal, das ist ganz sinnvoll. Jo, schadet nix. Ja, weil wenn die eh nicht spielen, da bringt das ja nicht sonderlich viel. Hä, wieso kann ich die Truhe jetzt schon wieder öffnen? Glaube ich, Aktion. Zweiter Schlüssel? Nee, gerade ist nichts. Nicht? Weil ich hatte nur einen Schlüssel und konnte sie jetzt auch ein zweites Mal aufmachen. Ich hatte auch nur einen Schlüssel und konnte ein zweites Mal aufmachen. Dann war wahrscheinlich gerade eben die Aktion. Das kann natürlich auch sein. Okay. Soll mich nicht weiter stören. Was denn für eine Aktion? Gewölbeerkundung. Derzeit werden die Truhen geöffnet, ohne dass du dafür Schlüssel brauchst. Aha. Ja, stimmt, die hat um 2 angefangen und ging bis 3. Das ist ja praktisch. Ja. Ja, dann haben wir die Instanz auch zum zweiten Mal gut abgeschlossen. Freut mich auf jeden Fall. Dann habe ich auch alle glücklich machen können, dass alle mit konnten. Und dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle die Aufnahmesession erstmal beenden. Erstmal gucken, wie lang ging die Folge jetzt. Ich muss mal eben 33 Minuten sogar. Waren wir jetzt echt schneller wie beim letzten Mal? Keine Ahnung. Weil jetzt sagt er mir 33 Minuten. Hm. Naja, ist egal. Ich habe auf jeden Fall genug Folgen zusammen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr gelangweilt gewesen, dass wir die Instanz zweimal gezeigt haben im Let's Play. Und dann würde ich sagen, schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Wenn es dann heißt, wir öffnen unsere Schatztruhe oder Schatzlade des Wächters von Neverwinter. Denn die habe ich ja endlich nach 3 Monaten bekommen. Und dann bin ich auch wieder glücklich und nicht mehr so böse auf die Entwickler. Gut, liebe Freunde, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ihr dürft auch nochmal Tschüss sagen. Ciao. Ciao.